Total aufgedreht. Total abgedreht. Sie kommen, Disneys Lilo und Stitch, gleich bei Kabel 1. Philipp. Mo. Und Julia. Katja. Tonne. Eberhard. CJ. Rocky. Nelly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß verträgst du nicht. Verehrteste Katharina, wie glücklich würde ich mich schätzen, wärest du bereit, meiner Invitation zu einem Stell dich einem hiesigen Lichtspielhaus zu folgen? Nein, das geht gar nicht. Viel zu progressiv, zu modern. Vielleicht ein Sonett. Katharina, du zarte Rose im Abendlicht. Nein. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, ob eine Eigendichtung im Stil Petrarcas oder besser im Stil Shakespeares ihr Herz berühren mag. Vielleicht rufe ich mir doch noch einmal in schlichten Worten den Inhalt meines Anliegens in Erinnerung. Katharina, ich möchte mit dir einen Dokumentarfilm über die Fauna der Tundra sehen. Das ist ja wichtig. Den Film wollte ich mir sowieso anschauen. Was machst du denn hier? Ich meine, ich wusste ja gar nicht, dass du... Also ich meine, wenn ich gewusst hätte, dass du... Nun bin ich voll ins Konfus. Wo war ich stehen geblieben? Du wolltest mich fragen, ob ich mit dir ins Kino gehe? Der Gehalt dieser Aussage entspricht den Tatsachen. Ja, darf ich auf eine affirmative Reaktion hoffen? Ja, also ich will den Film zwar sehen, aber... Aber? Ja, so... Sprich. Also ich werde mir den Film wohl mit einem Vertreter einer anderen Generation ansehen. Aber Katharina, was sind denn Generationen, die uns nur scheinbar voneinander trennen, gegenüber den Millionen von Jahren, die Erde schon andauert, ja, die Menschheit existiert? Also so meine ich das nicht. Ich würde ja mit dir hingehen, aber der, mit dem ich hingehe, also das ist jemand, der die Dinge manchmal ein bisschen anders sieht. Und deshalb muss ich mit dieser Person... Oh, ich glaube, da hat mich gerade jemand gerufen. Ich gehe dann mal. Wo gehe ich fehl? Ist es, weil ich nicht die Ebene meiner Mitschüler teile? Bin ich im Zeitenwandel wirklich so weit entfernt, dass kein Kontakt mehr möglich ist? Oh ja, es stimmt in der Tat. Die Zeit vergeht und der Mensch wird es nicht gewahr. Hey, Opi, alles klar? Schicke Klamotten. Wann waren die gleich nochmal modern? Vor 150 Jahren oder noch länger her? Hey, Strebe, wir haben Neuigkeiten für dich. Unser Einstein hier hat soeben den Strom erfunden. Ich stell dir vor, so weit ist es schon. Das war nicht Einstein, das waren Galvani und Volta. Und sie haben ihn nicht erfunden, sondern gefunden. Vielmehr waren sie die Ersten, die damit erfolgreich experimentierten. Und zwar anno 1800. Das ist ja genau dein Jahrgang. Mokiert euch nicht über mich. Ich bin heute schon hinreichend gequält. Oh, Mo, erst hinreichend gequält. Aber nein. Und ich fühle mich heute so indisponabel. Ihr Narren, wisst ihr nicht, wie sehr eure Worte eines Mannes Seele tormentieren? Du meinst eines Opas Seele und ich möchte hinzufügen, hinreichend. Du, warte mal, ich glaube, ihm geht's wirklich schlecht. Sag mal, Strebi, kann es sein, dass du Liebeskummer hast? Los, erzähl mir davon, das ist mein Spezialgebiet. Ja, also, Katharina lehnte mein Angebot zu einem gemeinsamen Lichtspielhausbesuch ab mit der Begründung, sie bevorzuge einen Vertreter einer anderen Generation. Was sie meint? Du bist jetzt so altmodisch? So ein Quatsch? Du bist jetzt nur allen schon meilenweit voraus. Du bist sogar schon einmal rum. Hast im Jahr 0 wieder angefangen und holst jetzt zum nächsten Überholmanöver. Sie fügte noch hinzu, es handele sich um eine Person, die, und ich zitiere, die Dinge eben manchmal etwas anders sieht. Also, so wie ich die Frauen kenne, handelt es sich bei dieser Aussage um einen versteckten Hinweis. Sie will dir damit etwas über dich sagen. Seit wann hast du denn Ahnung von Frauen? Psst, der stand in so einem Magazin von meiner kleinen Schwester. Also, wie gesagt, wahrscheinlich meint sie was ganz anderes. Mal nachdenken. Anders sehen? Sehen? Auge? Brille? Ich hab's.
ich hab's. Schon viel besser. Sie findet deine Brille blöd. Ja, welch bemerkenswerte Geisteskette. Jedoch ist es mir auf diese Art höchst beschwerlich, meinen Gegenüber auch nur schemenhaft auszumachen. Und jetzt doch mal für kleine Maus zum Verstehen. Ich bin jetzt blind wie ein Maulwurf. Ach, das macht doch nichts. Das kriegen wir schon hin. Und jetzt Aktion. Wir erobern Katharina. Oh, Strebi. Keine Angst, Strebi, wir weichen nicht von deiner Seite. Ja, aber das ist es doch gerade, was mich hinreichend ängstigt. Sag noch einmal hinreichend, wir lassen dich hier stehen. Oh. Los, jetzt sag was. Katharina steht direkt vor dir. Katharina, ich würde gerne etwas mit dir erörtern. Hallo Jungs, was gibt's denn, Ebi? Wo ist deine Brille? Ja, die Dinge anders sehen, meine Liebste. Ich habe deine zarten Worte gedeutet. Und ich möchte nun diesen Augenblick der Intimität nützen, um deiner Person gegenüber meine Wertschätzung und die übergroße Zuneigung, die ich für dich hege, zu artikulieren. Aha. Und was soll ich jetzt sagen? Lass dein Herz sprechen, du sanftes Wesen. Nee, also ehrlich gesagt fühle ich mich beobachtet? Deine Worte werde ich wie ein Geheimnis bewahren. Na, wie bin ich? Großartig. Einfach großartig. Okay, Katharina, ich habe dieses Jahr noch was vor, also... Oh Mann, ist das peinlich. Aber nein, lass dich doch nicht von der Verlegenheit peinigen, meine teure Katharina. Sprich es ruhig aus. Strebi. Psst, unterbrich mich nicht, Philipp. Na, und nun wieder zu dir, mein sanftes Wesen, mein Täubchen. Also, was ist nun? Lege deine geheimsten Gefühle mir hinreichend dar. Nein, schon wieder hinreichend. Ich hab dir doch verboten, dieses Wort zu benutzen. Psst. Komm, wir gehen, Philipp. Oh nein, bitte nicht gehen. Geht nicht weg, ich sehe doch nichts. Lass mich hier nicht allein. Und Katharina, sag du doch bitte auch einmal was. Okay, Strebi, ist es blöd gelaufen, aber wir lernen ja aus unseren Fehlern. Jetzt wissen wir wenigstens, wie wir es machen müssen. Oh ja, aber ich bitte euch nicht doch einmal davon zu machen. Ich meine, gesetzt den Fall, dass ich eurer Unterstützung bedarf. Flip, sie kommt. Ruck zu. Fertig. Gleich geht's los. Eins, zwei, drei. So, nun also wieder allein, meine sanfte Nachtigall. Deine liebreizende Gegenwart erwärmt mein Herz. Ich kann deine stillschweigende Bestürzung nachempfinden. Und doch ist der Moment gekommen, von der Liebe zu sprechen. Oh, mein Täubchen. Ja, zuweilen spielen einem die Gefühle einen üblen Streich. Strebi, das ist gar nicht Katharina. Höre nicht auf die verirrten Stimmen der Unterwelt. Doch zurück zu uns. Hey Strebi, ich habe absolut keinen Plan, was du da redest. Hey, willst du ein Stück von meinem Brot? Dann sag's einfach. Aber meine Kleine, du scheinst mir erkältet. Ich verstehe den Vogel einfach nicht. Ich geh dann mal. Aber, ich meine... Hallo Ebi, du trägst ja schon wieder keine Brille. Oh, meine Kleine ist genesen und zwar zu schnell. Ja, mein kleines Kätzchen. Mit wem redest du eigentlich? Ich finde wirklich, du solltest wieder deine Brille tragen. Du bist sowas von neben der Spur. Meine Brille? Doch teiltest du mir durch die Blume mit, die Brille sei hinderlich an unserem gemeinsamen Rendezvous anlässlich der Dokumentarfilmvorführung. Also wenn du es genau wissen willst, ich bin nicht mit dir hingegangen, weil mein Vater schon mit mir hingehen wollte. Und das war mir irgendwie peinlich, dir das zu sagen. Dies also war der Vertreter der anderen Generation? Ja, was hast du denn gedacht? Das lag doch nicht an deiner Brille. Ich finde Jungs mit Brille echt faszinierend. Das tun übrigens alle Mädchen. Aber du bist gerade sowieso in einem ganz anderen Universum. Ich gehe dann mal. Nein, aber... Moritz, Philipp, wo seid ihr denn? Wir müssen reden. Strebi, bist du dir echt sicher? Sie sagte es mir. Ihrem Munde entwich somit das Geheimnis aller Mädchen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ja noch nicht so richtig. Nun gebt sie auf eure Deckung. Mir brachte sie Glückseligkeit und einen gar wunderbaren Nachmittag mit der teuren Katharina bei hinreichend köstlicher Limonade. Oh, entzückend, meine Herren, ganz entzückend. Ja, der Sturm auf die Frauenherzen kann beginnen und der Erfolg wird nicht ausbleiben. Na, wie fühlen Sie sich? Irgendwie gequält. Und zwar hinreichend. Wir müssen reden. Was siehst du schon? Das ist doch das Tabellarium.